Jeder von uns steht in einer Schlacht. Mitten auf dem Schlachtfeld. Ein regelrechter Krieg, und zwar ein Propagandakrieg. Ich will es mal Propagandaschlacht nennen. Es tobt um dich herum eine Propagandaschlacht. Es ist Propaganda des Feindes, der versucht, die Wahrheit des Wortes Gottes, die Wahrheit, wer du bist in Christus, deine Identität zu unterminieren, anzuzweifeln, unglaubwürdig zu machen und dich dazu zu bringen, aufzugeben, es sein zu lassen, den Glauben gar aufzugeben. Weißt du, die Schlacht findet in unseren Gedanken statt. Das Hauptschlachtfeld heute für uns ist unser Denken. Und hier bombardiert uns der Feind mit seiner Propaganda. Wie feurige Pfeile. Es ist etwas, was auf uns niederprasselt, irgendwie plötzlich kommt und unser Denken in Brand zu setzen versucht. Deshalb schreibt Paulus, dass wir den Schutzschild des Glaubens hochhalten sollen und die feurigen Pfeile des Bösen damit auszulöschen. Propaganda, negatives Denken, Gedanken von Anklage, Gedanken, dass du nicht wert bist, Zweifel, Murren, alle möglichen negativen Dinge. Dinge, die Propaganda sind, die dich davon abhalten sollen, in das hineinzugehen, was Gott für dich hat. Die dich vom Kampf abhalten sollen, ausschalten sollen, blockieren sollen. In unserem Gedanken entscheidet sich Sieg oder Niederlage. Glaube oder Zweifel. Treue oder Treulosigkeit. Gehorsam oder Sünde. Und sogar ewiges Leben oder ewige Verdammnis. Was glauben wir? Was akzeptieren wir? Zu was sagen wir ja? Und genau da tobt die Schlacht. Auf der einen Seite die Wahrheit des Wortes Gottes, was der Herr zu dir sagt. Und auf der anderen Seite das Infragestellen. Das unglaubwürdig machen von diesen Aussagen. Propaganda. Propaganda ist Lüge. Hat den Schein, dass sie realistisch ist, aber es ist Lüge. Zum Beispiel Propaganda des Feindes, der sagt, schau dir deine Ist-Situation an. Da kommst du nie raus. Da kommst du nie raus. Das wird immer so bleiben. Du wirst dich nie daraus befreien können. Das ist feindliche Propaganda. Aber das Wort Gottes sagt etwas völlig anderes. Mit dem Herrn an deiner Seite kannst du jedes Hindernis überwinden, egal was es sein mag in deinem Leben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns entscheiden, jeder Einzelne von uns, gegen die feindliche Propaganda anzugehen, aktiv. Weißt du, das ist ein Kampf, den nicht Gott für dich kämpft und den auch kein anderer Mensch für dich kämpfen kann. Es ist dein Kampf. Es ist die Propaganda, die dein Denken versucht zu blockieren. Und in deinem Denken musst du diszipliniert sein, und so denken, wie Gott denkt. Die Bibel fordert uns auf, die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Hast du gesehen? Es ist unser Kampf. Gott gibt uns diese Waffen, aber es ist unser Kampf. Wir müssen die Gedanken, die negativen Gedanken, die zerstörenden, zersetzenden Gedanken gefangen nehmen. Wir müssen es tun. Du bist der Herr über das, was du denkst. Und du brauchst die feindliche Propaganda nicht zu denken. Du kannst dich entscheiden, ihr einfach keinen Raum mehr zu geben. Du kannst dich entscheiden, den Schutzschild des Glaubens hochzuhalten, damit diese Pfeile dich nicht mehr erreichen können. Ich glaube, dass du aktiv gegen die feindliche Propaganda angehen sollst. Gedanken von Niederlage, von Aufgeben, von Schwäche, Gedanken, die dich dazu bringen, zu sündigen, in Suchtverhalten reinzugehen, Gedanken von einfach negativen Dingen, die in deinem Denken wie ein Bollwerk sind. Du kannst dagegen vorwärts gehen. Du kannst die Wahrheit des Wortes Gottes nehmen und dich entscheiden, diesen feindlichen Gedanken den Kampf anzusagen. Du kannst die Propagandaschlacht deines Lebens mit der Hilfe des Herrn gewinnen. Gott hat mehr für dich.